müsste funktionieren. Es funktioniert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem heutigen Abend. Kein Grund oder doch ein Grund oder mehrere Gründe zur Hoffnung. Unter diesem Titel haben wir heute Abend eingeladen und es ist eine große Freude, eine große Ehre und Auszeichnung, dass Professor Konrad Paul Liessmann zugesagt hat und heute Abend in seiner Geburtsstadt diesen Vortrag halten wird und begrüßen Sie mit mir mit einem tosenden Applaus, Professor Liessmann. Mein Name ist Manfred Sauer, ich bin evangelischer Superintendent von Kärnten und Osttirol und auch im Vorstand des evangelischen Bildungswerks Kärnten und Osttirol. Und das evangelische Bildungswerk ist Veranstalter dieser Bildungswoche, die wir heuer zum zweiten Mal durchführen. Wir hatten voriges Jahr mit dem Start und Beginn dieser Reihe das Thema Schöpfung, Schöpfungsvielfalt, Umgang mit Schöpfungsverantwortung und haben uns heuer dem Thema Hoffnung gewidmet. Und das ist heute der letzte und ich denke wohl auch der krönende Abschluss unserer Bildungswoche. Wir haben versucht, uns unterschiedlich diesem Thema anzunähern. Der erste Abend aus theologischer und diakonischer Sicht. Die Direktorin der Diakonie Österreich, die Frau Doktorin Maria Katharina Moser, war zu Gast in Kärnten. Wir waren in Weihern. Der zweite Abend war ein therapeutischer Versuch, sich diesem Thema anzunähern im Spital. Frau Renate Kreuzer war die Referentin. Gestern Abend haben wir versucht, uns cineastisch oder künstlerisch anzunähern. All is lost. Der Titel klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Die meisten von Ihnen kennen vermutlich auch diesen Film, der, glaube ich, inzwischen 10 Jahre alt ist, Robert Redford in der Hauptrolle. Und wir haben gestern Abend noch ein sehr anregendes und langes Nachgespräch bei uns in der Superintendentur gehabt, wie unterschiedlich dieser Film auch erlebt, aufgenommen und interpretiert wurde. Heute Abend die philosophische Annäherung dieses Themas. Ja, die Einladung, Professor Konrad Paul Liessmann, ich brauche ihn nicht, glaube ich, näher vorzustellen. Sie alle kennen ihn, er ist eine sehr bekannte und eindrucksvolle Persönlichkeit, ein Philosoph über Österreich weit hinaus auch bekannt. Seine Liste der Publikationen ist unglaublich lange, wenn man auf Wikipedia geht. Und ich bin überzeugt davon, dass einige Bücher, vielleicht sogar alle, von Professor Liessmann zu Hause haben. Es gibt auch einige, die am Schriftentisch aufliegen und es ist ja auch üblich so an einem solchen Abend, dass im Anschluss des Vortrags auch noch die Möglichkeit ist, ein Buch zu erwerben und Professor Liessmann auch bereit ist, dieses Buch zu signieren. Ja, er ist hier in Villach geboren, auch das wissen die meisten. Und es war ja auch ein Beitrag in Kärnten heute, ein sehr schöner. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber man kann ihn nachschauen eine Woche. Aber beim Hereingehen haben mich einige darauf aufmerksam gemacht. Und dieser Beitrag hat auch quasi darauf hingewiesen, was auch die meisten von Ihnen wissen, dass Professor Liessmann vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert hat. Den 70. Geburtstag. Also er ist 1953 hier in dieser schönen Stadt geboren, aufgewachsen. Er hat im Berau-Gymnasium maturiert und dann Germanistik, Philosophie und das dritte habe ich jetzt vergessen, Geschichte studiert. Und sich dann eben habilitiert und ist zum Professor der Philosophie in Wien geworden und seit 2020 eigentlich jetzt emeritiert. Und nicht nur als Professor und Philosoph tätig, sondern als Publizist, Kulturjournalist, Kulturpublizist, Autor. 1996 hat er die Leitung des Philosophikums in Lech übernommen. Es gibt eindrucksvolle Begegnungen, die dann auch in Buchform erschienen sind, mit Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann. Es gibt Fernsehsendungen, Philosophikum im Fernsehen, viele Beiträge, Ö1 und so weiter. Also eine reiche Tätigkeit in der Öffentlichkeit und
Das spricht ja auch dafür, dass so viele heute die Gelegenheit genutzt haben, um ihn heute Abend hier in Villach persönlich zu erleben, vielleicht zum wiederholten Male, vielleicht zum ersten Mal. Es ist auch einige Tage her, es war auch im April, ich glaube kurz nach dem Geburtstag von Professor Lissmann, habe ich Ö1 in der Früh gehört, ich weiß nicht, ob es Leporello oder noch Journal war, und da war Franz Schuh zu Gast. Es wurde angekündigt, dass er in Wien, in der Alten Schmiede, dass zwei Abende für ihn gewidmet sind, und er hat gesagt, einen Abend wird er mit Professor Lissmann verbringen, aber er ist schon sehr nervös und aufgeregt, weil der Professor Lissmann viel mehr weiß als er. Und ich habe gedacht, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich war auch sehr nervös und aufgeregt, wie ich das erste E-Mail verfasst habe. Ihm gewachsen zu sein oder mit ihm zu kommunizieren, aber ich glaube, wer ihn persönlich kennenlernt, weiß, dass man, glaube ich, keine Angst haben muss, im Gegenteil, wir dürfen gespannt, in gespannter Erwartung sein über seine Ausführungen. Ich möchte mit zwei Zitaten diesen Abend einleiten. Ein Gedicht, das eigentlich als Erzählung, eine kurze Kurzgeschichte aus, Luise Glück. Luise Glück, sie ist 1943 geboren und sie wurde 2020, wurde ihr der Literaturnobelpreis verliehen. Seitdem kenne ich sie, vorher kannte ich sie nicht. Und nachdem sie den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, hat sie mir dieses Buch besorgt von der Moraver Buchhandlung, die heute Abend hier auch ist. Und daraus möchte ich Ihnen folgendes kurzes Gedicht vorlesen. Eine Kindergeschichte. Das Leben auf dem Lande, des Lebens auf dem Lande müde, kehren König und Königin in die Stadt zurück. Die Schar der kleinen Prinzessinnen schaukelt hinten im Auto und singt das Lied des Seins. Ich bin, du bist, er, sie, es ist. Aber im Auto wird nicht konjugiert, oh nein. Wer kann schon von Zukunft sprechen? Niemand weiß etwas über die Zukunft. Selbst die Planeten wissen nicht. Doch die Prinzessinnen werden in ihr Leben müssen. Was für ein trauriger Tag es geworden ist. Draußen vor den Scheiben treiben Kühe und Weiden davon. Sie sehen ruhig aus, doch Ruhe ist nicht die Wahrheit. Verzweiflung ist die Wahrheit. Das ist, was Mutter und Vater wissen. Alle Hoffnung ist dahin. Wir müssen zurück, wo sie verloren ging. Wollen wir sie wiederfinden? Und ein zweites, das sei mir gestattet, 1. Korinther 13 aus dem Hohelied der Liebe. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Aber heute Abend ist die Hoffnung die größte unter ihnen. Und wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen. Sehr geehrter Herr Superintendent, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst mal wirklich ganz herzlich bedanken für die Einladung im Rahmen der Evangelischen Bildungswoche hier zu diesem ja wirklich nicht ganz einfachen Thema zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich weiß natürlich nicht, mit welchen Hoffnungen Sie hierher gekommen sind. Sie wissen ja, dass Philosophen in der Regel wenig oder nichts wissen, und das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, mit welchen Erwartungen Sie hergekommen sind. Ich weiß auch nicht, ob Sie womöglich sogar zwar hergekommen sind, aber mit Befürchtungen. Sie sehen schon, das ist auch angedeutet worden in diesem schönen Gedicht, das der Superintendent gelesen hat, wie immer man das Problem, die Idee, den Begriff, die Haltung der Hoffnung dreht und wendet, es geht um die Frage der Zukunft. Es geht um die Frage, was kann ich mir
erwarten, was erwarte ich im Positiven wie im Negativen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als der Abend noch nicht begonnen hatte und es war schon 19 Uhr und 19.02 Uhr und 19.03 Uhr und der Superintendent ist noch immer nicht auf der Bühne. Vielleicht sind Sie unruhig geworden, vielleicht sind Sie ein bisschen zappelig geworden, vielleicht sind Sie auf einem Stuhl hin und her gerutscht. Das hat mit Hoffnung zu tun. Sie wissen es vielleicht nicht, aber etymologisch ist das deutsche Wort Hoffnung verwandt mit dem Ihnen wohlbekannten Wort Hüpfen. Der Hoffende ist der, der etwas von der Zukunft erwartet und er weiß nicht, was auf ihn zukommt und deshalb ist er nervös, er ist erregt, er ist zappelig. Das heißt, Hoffnung ist nicht nur jetzt dieses große Wort, das eine Zukunftshoffnung eben beschreibt, sondern hoffentlich auch der Zustand, in dem wir solch einer Erwartung gegenübertreten. Der Zustand der Ungewissheit, der Zustand der Nervosität. Und bis in die frühe Neuzeit hat dieser Begriff Hoffnung übrigens beide Bedeutungen gehabt, negative und positive. Ja? Also Hoffnung konnte sich auch auf das beziehen, was man befürchtet, was man eigentlich abwehren möchte, von dem man Angst hat, dass man nicht will, dass es eintritt. Wir haben Hoffnung mittlerweile nur positiv, in erster Linie positiv konnotiert. Auf etwas zu hoffen heißt, auf etwas zu hoffen, von dem ich eigentlich möchte, dass es eintritt. Ich weiß nur nicht, ob es eintreten wird. Der Herr Superintendent hat schon darauf hingewiesen, dass ich hin und wieder gemeinsame Abende und auch veranstalte und Bücher schreibe mit Michael Köhlmeier, diesem genialen Geschichten- und Mythenerzähler. Und natürlich, Sie wissen, man wird dann so ein bisschen angesteckt davon. Und ich kann jetzt gar nicht anders, ich kann es natürlich nicht so gut wie Michael Köhlmeier, aber ich möchte es trotzdem tun, weil auch gesagt wurde, wir müssen zurück, wo hat die Hoffnung eigentlich begonnen? Und wenn man sich die unterschiedlichen so mythologischen Szenarien ansieht, es gibt ja nicht nur die christliche Tradition, nicht nur den Brief, aus dem Sie zitiert haben, nicht nur die christlichen Kardinaltugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern es gibt auch die schöne antike Tradition, wie kam eigentlich die Hoffnung in die Welt? Und diese Geschichte ist schon einmal keine schöne Geschichte. So fängt es schon einmal an. Sie wissen, in der antiken Götterwelt haben die irgendwann einmal die Götter oder waren mit den Menschen konfrontiert. Also wie die Menschen standen, sind es in den antiken Mythen nicht ganz so schön klar wie in der Genesis, in der biblischen Tradition. Es gibt so eine Variante, dass Prometheus, einer der Titanen, der aber gleichzeitig in einem ziemlichen Spannungsverhältnis zum obersten Gott, zu Zeus gestanden ist, dass Prometheus sich diese Menschen gemacht hat, um ein Gegengewicht zur Götterwelt zu entwerfen. Und das war den Göttern natürlich ein Dorn im Auge, Nebengeschöpfe, die womöglich auch was können, was wissen. Die haben das so wie eine Art künstliche Intelligenz betrachtet, die plötzlich als Konkurrenz auftritt. Und haben also eben gesagt, also die können irgendwie da herumkrauchen auf der Erde, aber eines müssen wir unbedingt verhindern, dass die sozusagen die Natur beginnen zu beherrschen. Und Prometheus hat gedacht, na, das werde ich euch zeigen, dass das sehr wohl geht. Und er hat das gemacht, was dann den Zivilisationsprozess überhaupt erst ermöglicht hat. Er hat von den Göttern das Feuer gestohlen und das den Menschen gegeben. Und mit dem Feuer, mit der Bändigung des Feuers, beginnt gleichsam die Zivilisierung, die Beherrschung der Natur. Ein Kollege von mir, ich sage das so nebenbei, weil da merken Sie, wie schnell sich auch Einstellungen ändern können. Peter Sloterdijk hat jüngst einen kleinen Essay veröffentlicht, Die Reue des Prometheus. Denn Sloterdijk interpretiert die gesamte Menschheitsgeschichte unter dieser Perspektive des Feuers und zieht eine gerade Linie von der Bändigung des Feuers in Urzeiten bis zum Verbrennungsmotor des späten 19. Jahrhunderts. Es geht immer um Feuerkraft, es geht immer um Erzeugung von Energie durch Verbrennung. Das war in Urzeiten, als sozusagen die ersten Feuerstellen entflammt sind, war das nicht anders.
Und jetzt muss Prometheus erkennen, es war echt ein schwerer Fehler, den Menschen das Feuer zu geben. Denn was machen sie? Sie fackeln sozusagen damit im übertragenen Sinn die Erde ab. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber Sie merken schon, das ist auch eine Geschichte der Hoffnung gewesen, die Hoffnung auf Befreiung von Naturgewalten, auf Befreiung von Kälte, auf Befreiung von Finsternis, das Feuer erleuchtet. Ja? Die ganze Aufklärung, und übrigens auch die christliche Religion, ist durchzogen von Lichtmetaphern. Und jetzt müssen wir die Erfahrung machen, das war alles falsch. Das war der falsche Weg. Wir hätten lieber feuerlos bleiben sollen. Dann hätten wir keine Klimaprobleme. Das heißt, diese Hoffnung hat sich als trügerisch erwiesen. Haben wir schon einen interessanten Aspekt. Hoffnungen können trügerisch sein. Aber in der antiken Mythologie bringt Prometheus den Menschen das Feuer und Zeus weiß, damit sind sie nicht mehr zu bändigen. Damit haben sie jetzt eine Möglichkeit gefunden, eine eigenständige Kultur, technische Zivilisation zu entwickeln. Aber er will zumindest die Betroffenen oder er will zumindest in irgendeiner Art und Weise diese Menschen und Prometheus, der der Verursacher der ganzen Misere war, bestrafen. Sie kennen, Prometheus wird dann in den Felsen geschmiedet. Hephaistos, der Schmiedegott, macht sozusagen eiserne Fesseln, die nicht zu lösen sind. Und jedes Mal kommt ein Adler oder ein Geier jeden Abend und frisst an der Leber des Prometheus, die dann immer wieder nachwächst. Aber auch die Menschen sind jetzt Zeus ein Dorn im Auge. Ausrotten kann er sie nicht mehr, aber strafen kann er sie. Und er sagt zu Hephaistos, du, mach mir eine schöne Frau. Hephaistos nimmt Lehm und Wasser, das kommt Ihnen vielleicht irgendwie bekannt vor, nimmt Lehm und Wasser und formt daraus eine wunderschöne Frau, haucht ihr Lehm ein. Und die ganzen Götter im Olymp treten an und Zeus sagt, und jeder von euch möge jetzt dieser Frau etwas geben. Ja? Aphrodite gibt ihr Anmut und ein unglaublich begehrenswertes Aussehen. Andere geben ihr Klugheit, Redekunst, Schmuck, also eine unglaublich betörende, aber gleichzeitig höchst raffinierte Person entsteht hier. Ihr Name Pandora. Und diese Pandora schickt Zeus nun zu den Menschen. Dort treibt sie noch herum der Bruder des Prometheus, Epimetheus, der immer eine verhängnisvolle Rolle spielt. Und Prometheus hat ihm schon gesagt, du, wenn irgendwas von Zeus kommt, nimm es nicht. Ja? Aber Epimetheus sieht diese schöne Frau, alle guten Vorsätze sind vergessen, er heiratet sie. Und sie hat von Zeus selbst noch ein Kästchen bekommen. In der Urfassung war es eigentlich nur so eine Art Fass, ja, wo Zeus einiges reingegeben hat. Und er sagt noch, es ist immer so, wie in der Bibel, ja, vom Baum erkennt, es ist gut und böse, sollst du nicht essen. Also wenn sie wollen, dass ein Mensch etwas tut, verbieten sie es nicht. Ja. Er tut es dann ganz sicher. Ja, und er sagt zu Pandora, das gibst du den Menschen und schärfe ihnen ein, sie soll diese Büchse nicht öffnen. Ja, und natürlich muss der erstbeste Gelegenheit diese Büchse geöffnet werden und sie enthält alle Übel dieser Welt. Sie enthält Krankheit, vorher waren Menschen nicht krank. Sie enthält Aggressivität, vorher hat es keine Kriege gegeben. Sie enthält Leid, vorher haben Menschen nicht gelitten. Sie enthält Sterblichkeit, vorher sind die Menschen nicht gestorben. Alles das kommt jetzt raus, verbreitet sich über die Erde und macht unsere Misere aus bis heute. Und ganz am Grunde dieses Kästchens ist noch etwas, die Hoffnung. Und bevor die entschlüpfen kann, macht Pandora die Büchse schnell wieder zu. Und das ist eines der größten Rätsel der Mythologie. Was will uns Hesiod, auf den diese Geschichte zurückgeht, damit eigentlich sagen? Will er damit sagen, dass wir zwar von Hoffnung reden, aber die Hoffnung in Wirklichkeit nicht existiert auf dieser Erde? Sie vergebens ist, so wie in dem Gedicht, das Sie vorgelesen haben, dass eine Illusion ist, an Hoffnung zu glauben, denn sie ist noch in dieser Büchse der Pandora, sie ist nicht entschlüpft. Oder bedeutet das, wenn die Hoffnung auch entschlüpft wäre, wäre alles noch viel schlimmer.
Das war ja nur übel in dieser Büchse und die Hoffnung war ja das Übelste aller Übel. Schon in der Antike ist man in dieser Geschichte nicht ganz klar gekommen und es hat sozusagen dann Nebenerzählungen gegeben, die dann doch die Hoffnung auch noch rauskommen haben lassen. Und der Sinn war dann, die Hoffnung ist das einzige Gegengewicht und das hören wir dann gerne. Das einzige Gegengewicht, das der Mensch hat, gegenüber alle anderen Übel. Krankheit, Sterblichkeit, Aggressivität, Missgunst, Neid, Gier. Dagegen haben wir nur ein Instrumentarium, nur ein Mittel, nämlich die Hoffnung. Wie immer wir jetzt diese Geschichte interpretieren, Sie merken, die Hoffnung an sich ist zweideutig. Und deshalb habe ich auch sehr gerne den mir vorgeschlagenen Titel zu meinem Vortrag angenommen, ein Grund zur Hoffnung oder kein Grund zur Hoffnung. Denn auf der einen Seite bezieht sich das auf die Frage, gibt es überhaupt zwingende Argumente, nachvollziehbare Erfahrungen, die es uns erlauben zu hoffen, oder müssen wir eben resignativ sagen oder verzweifelt sagen, es gibt keinen Grund zur Hoffnung. Auf der anderen Seite kann man den Titel ja auch so verstehen, ob es überhaupt sinnvoll ist, so ein Konzept wie Hoffnung ins Auge zu fassen. Es könnte ja sein, dass diese Hoffnung wirklich noch am Boden der Büchse der Pandora ruht und in unserem alltäglichen sozialen, politischen, spirituellen Leben gar keine Rolle spielen kann. Sehr früh wurde aber in der Tat dieser Zusammenhang von Hoffnung auf der einen Seite und Beharren auf einer bestimmten Lebensmöglichkeit und einer bestimmten Lebenswirklichkeit. Auf der anderen Seite wurde dieser Zusammenhang betont. Sie kennen wahrscheinlich eines der meistgebrauchten lateinischen Zitate, also wir bleiben noch ein bisschen in der Antike, wir machen nur einen Schritt von ungefähr 1000 Jahren, die Antike war halt hat ein bisschen lang gedauert. In der römischen stammt sozusagen aus der lateinischen klassischen Epoche. Also Sie kennen dieses Zitat Lum spiro spero, ein wunderbares lateinisches Wortspiel, solange ich atme, hoffe ich. Der Mensch, der noch am Leben ist, gibt die Hoffnung nicht auf. Leben heißt eben nicht verzweifeln, sondern hoffen. Wenn Sie den Ursprung dieses Zitates recherchieren wollten, wir werden Sie im Internet sehr schnell darauf verwiesen, dass das eigentlich zurückgeht auf einen römischen Politiker und Philosophen, Marcus Tullius Cicero, und dass es meistens verkürzt zitiert wird, denn in der ursprünglichen Fassung klingt es noch viel schöner. Dum spiro spero, dum spero amo, dum amo vivo. Solange ich atme, hoffe ich. Solange ich hoffe, liebe ich. Solange ich liebe, lebe ich. Das sagen Sie, ist doch wunderschön. Da hatten wir schon bei Cicero, der starb 43 vor Christi. Da haben wir doch schon so etwas wie diese Einheit, zumindest von Hoffnung und Liebe. Zwei dieser Kardinaltugenden haben wir hier vereint. Und beide, Hoffnung und Liebe, machen eigentlich das Leben aus. Könnte man sich denken, es ist wirklich wunderschön. Wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so schön, um wahr zu sein. Ein bisschen habe ich dank meines Lateinunterrichts am Vero-Gymnasium in Villach ja tatsächlich Cicero gelesen. Und soweit ich mich erinnern konnte, das ist nicht die Denkungsart eines römischen Politikers gewesen. So salbungsvoll waren die nicht. Also habe ich selbst weiter recherchiert und das finde ich hochinteressant, bin draufgekommen. In der Tat, dieses Zitat geht, also vor allem in dieser Form, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich, geht in der Tat auf Cicero zurück. Und es findet sich in der Tat, was auch immer angemerkt wird, in einem Brief, den Cicero in einem gewissen Atticus geschrieben hat. Aber das, was dort steht, liest sich im Original ganz anders. Was schreibt Cicero? Er schreibt an seinen Freund Atticus, es geht um ein politisches Problem im römischen Bürgerkrieg, und er schreibt, wie man so sagt, dass ein Kranker, solange er Atem hat, Hoffnung hat,
solange Pompeius noch in Italien stand, nicht zu hoffen aufgehört. Es ging um den Bürgerkrieg und Cicero stand auf der Seite des Pompeius und sagt, solange der noch da ist, ist noch Hoffnung, dass wir diesen Krieg gewinnen. Wenn er wirklich in die Flucht geschlagen wird oder muss Italien verlassen, dann lasse ich auch alle Hoffnung fallen. Ein ganz klares politisches Kalkül, das dahinter steckte. Und das Interessante ist, was wir daraus lernen können, dass diese Redewendung, ja, solange ich atme, hoffe ich, offensichtlich schon in der römischen Antike eine Redewendung war. Denn Cicero bezieht sich darauf als Redewendung, wie man sagt, dass ein Kranker, solange er Atem hat, Hoffnung hat. Und auch bei anderen Autoren, etwa bei Seneca etwas später, findet sich diese Formulierung immer bezogen auf den Kranken. Das scheint das Interessante zu sein. Also die Hoffnung taucht dann auf, wenn man in einer an sich verzweifelten Lage ist. Aber solange man noch nicht tot ist, solange man noch lebt, solange man noch atmet, wird man auch die Hoffnung nicht aufgeben. Die zweite Lehre, so nebenbei, die man aus dieser kleinen Geschichte erziehen kann, trauen Sie nie dem Internet. Recherchieren Sie lieber selbst. In der Philosophie, und das ist ja jetzt mein eigentliches Feld und auch das Thema, zu dem ich eingeladen wurde, kaum spricht man von technischen Medien schon angefangen. In der Philosophie muss man sagen, das finde ich hochinteressant, wird die Hoffnung vielleicht schon aus dieser von diesen Hintergrundgeschichten tatsächlich ebenfalls höchst ambivalent gesehen. Ich kann jetzt nicht diese gesamte Begriffsgeschichte, philosophische Begriffsgeschichte, Auseinandersetzung mit der Idee und dem Begriff der Hoffnung nachzeichnen. Ich konzentriere mich hier auf einige wesentliche Knotenpunkte des Nachdenkens über Hoffnung, aber ich glaube, sie werden zeigen, in welcher Ambivalenz wir zur Hoffnung stehen und inwieweit wir diese Titelfrage, kein Grund zur Hoffnung oder ein Grund zur Hoffnung, inwieweit wir diese Frage behandeln oder vielleicht sogar beantworten können. Eine der prominentesten philosophischen Stellen, wo der Begriff der Hoffnung oder des Hoffens auftaucht, findet sich hier bei Immanuel Kant. Also, wer immer einen Philosophieunterricht, vielleicht auch am Bärau-Gymnasium, besucht hat, weiß das. Diese berühmten vier kantischen Fragen, mit denen Immanuel Kant das gesamte Feld der Philosophie und ihrer Unterdisziplinen oder beigeordneten Disziplinen umreißen wollten, das, was uns letztlich umtreibt, also das, was uns umtreibt zu Kant, lässt sich fokussieren auf vier Fragen. Mehr sind es nicht. Ja? Alles andere sind Ableitungen davon. Sie kennen es, diese vier Fragen. Was kann ich wissen? Es geht also um der Grenze unseres Erkenntnisvermögens, was ist dem Mensch überhaupt zugänglich an Wissen über sich und die Welt? Die zweite Frage, was soll ich tun? Also die große Frage der Moral und der Ethik. Wir sind leider keine instinktgesteuerten Wesen, sondern wir müssen, weil wir, so wie Kant angenommen hat, zumindest bis zu einem gewissen Grad frei sind, müssen wir uns den Kopf darüber zerbrechen, was wir tun sollen. Und nicht nur in dem Sinne, wenn wir im Supermarktregal stehen und es sind 17 Joghurtsorten für uns, welche soll ich jetzt kaufen, sondern auch in einem essentielleren Sinne, wie soll ich mein Leben führen, nach welchen Prinzipien soll ich mein Leben führen, was sind die Maßstäbe, die Kriterien, an denen ich mein Handeln orientieren soll. Und dann kommt die berühmte dritte Frage, was darf ich hoffen? Kant hat dann gesagt, diese drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, lässt sich eigentlich zusammenführen in dieser einzigen Fundamentalfrage, was ist der Mensch? Eine Frage, die aktueller nicht sein könnte, gerade in Abgrenzung zum Tier auf der einen Seite, zur intelligenten Maschine auf der anderen Seite, stellen wir heute radikaler denn je die Frage an, was heißt es überhaupt, als Mensch auf dieser Erde zu leben? Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist die dritte Frage, was darf ich hoffen? Und das Interessante daran ist, wenn wir diese Frage so lesen oder vielleicht auch interpretieren, legen wir den Akzent immer auf Hoffnung. Aber warum, sagt Kant, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Im Dürfen steckt ja immer schon diese alte, ich würde sagen fast altwienerische
pejorative Bedeutung, die angeblich einmal, ich glaube, es war Kaiser Franz I. bei der Revolution von 1848 und gesagt haben, die machen unter Barrikaden kämpfen, machen einen Aufstand, hat er gesagt, ja, dürfen sie denn das? Und das ist nicht weit entfernt von diesem subkutanen Unterton, den Kant dieser Frage gegeben hat. Dürfen wir überhaupt hoffen? Das ist etwas, was wir so nicht überlegen. Wir sagen vielleicht, vielleicht ist Hoffnung hoffnungslos, ja, aber dass wir das Recht zu hoffen haben, solange wir atmen, ja, das ist ja diese antike Weisheit, haben wir auch das Recht zu hoffen, das lassen wir uns nicht nehmen. Kant denkt hier schärfer. Dürfen wir hoffen? Steht es uns überhaupt zu hoffen? Und diese Schärfe dieses Dürfens ergibt sich natürlich daraus, dass Kant die Hoffnung in einem ganz einen spezifischen Sinn verstanden hat, denn er bezog sie schon auf diese großen Fragen der Religion. Dürfen wir auf etwas hoffen, was über unser hiesiges, begrenztes, endliches, zufälliges, erbärmliches Dasein hinausgeht? Dürfen wir auf so etwas hoffen wie Unsterblichkeit? Dürfen wir auf so etwas hoffen wie Erlösung? Dürfen wir auf so etwas hoffen wie ewige Glückseligkeit? Und jetzt kommt ganz was Interessantes, weil das ja eine evangelische Bildungswoche ist, kann ich gar nicht anders, als jetzt ein bisschen einen Predigtton zu verfallen. Es kommt zum ganz Interessantes, dass Immanuel Kant jetzt darüber nachdenkt, unter welchen Bedingungen darf man hoffen. Und obwohl er protestantisch sozialisiert war, stellt er eine Überlegung an, die eher katholisch klingt. Er sagt nämlich, gehen wir doch davon aus, dass ein Mensch alles tut, um ein gutes Leben zu führen. Nicht nur in seinem Sinne, sondern auch gut in einem ganz moralisch anspruchsvollen Sinne. Er hält sich an den kategorischen Imperativ, er macht nur das, was ihm das innere Gewissen und das Pflichtbewusstsein für zulässig erklärt. Er achtet immer ganz genau, dass die Rechte anderer Menschen nicht verletzt werden durch seine Handlungen und durch seine Maximen. Und dann fragt Kant, darf solch ein Mensch hoffen? Darf er hoffen, dass er durch diese untadelige Art und Weise seiner Lebensführung tatsächlich auch der ewigen Glückseligkeit teilhaftig wird? Das heißt, er ventiliert auf einer ganz abstrakten Ebene die Frage, kann man sich sozusagen diese Seligkeit durch eine bestimmte Lebensführung, durch gute Werke erringen, aber jetzt nicht im Sinne, es muss kommen. Ja, es ist nicht, dass der Handel ist nicht, ich lebe gut und Gott verleiht mir dafür die ewige Seligkeit, sondern ich kann bestenfalls darauf hoffen. Ja? Das heißt also auch, diese protestantische Gnadenlehre spielt hier noch eine Rolle. Es ist letztlich die Entscheidung einer Instanz, die wir nicht nachvollziehen können, ob wir hier hoffen dürfen oder nicht hoffen dürfen. Für innerweltliche Fragen, ja, also die Frage sozusagen, wie sollen wir unser Leben organisieren? Und können wir hier sozusagen auf eine Form von Glück oder Glückseligkeit hoffen? Hätte Kant ja nicht diese Antwort gehabt, ja, wir dürfen hoffen oder wir sollen hoffen, sondern hätte die etwas ernüchternde Antwort gehabt, das brauchen wir nicht. Ja? Wenn wir gut leben und das Richtige machen und moralisch leben, brauchen wir keine Hoffnung mehr. Denn wir haben das Richtige getan und das Richtige hat seinen Wert in sich. Auch wenn die äußeren Umstände vielleicht mieslich sein können, aber das gute Gewissen tröstet gleichsam über alle Mieslichkeiten hinweg. Das ist natürlich ein Punkt, den kann nur so ein rigider Moralist wie Immanuel Kant vertreten. Wir haben ja, auch wenn wir hier in einer evangelischen Bildungswoche sind, gesamtgesellschaftlich diese transzendenten Hoffnungserwartungen eher zurückgeschraubt. Und wir haben eher den Eindruck, wenn man sozusagen religionskritische Überlegungen der letzten zwei Jahrhunderte verfolgt, dass diese theologisch geprägte Hoffnung, also diese Kardinaltugend, sehr oft, ich sage es jetzt mal vorsichtig, missbraucht worden ist,
um die Menschen davon abzuhalten oder abzulenken, hier das Richtige zu tun und hier auf ihre Glückseligkeit zu achten, sondern man hat sie vertröstet, heute geht es euch hier schlecht, aber im Himmelreich, auf das könnt ihr hoffen, werdet ihr es einmal besser haben. Mit dieser Denkfigur sind ja Menschen über viele Jahrhunderte von Rebellionen auch abgehalten worden oder sollten zumindest abgehalten werden. Das heißt, die Hoffnung, vor allem auch in dieser theologischen Perspektive und sogar dort, wie sie bei Kant interpretiert wird, hat immer auch diesen negativen Beigeschmack, es könnte sich um eine infame Strategie der Vertröstung sein. Ja? Es ist wirklich schlimm, wie es dir jetzt geht. Ja? Und du leidest unter Energiepreisen, aber bitte mach jetzt nichts, hoffe drauf, dass die Unternehmen schon einsichtig werden. Ja? Und die Preise schon irgendwann mal senken werden. Ja? Hoffnung als Vertröstung. Hoffnung als Vertröstungsstrategie ist, glaube ich, vor allem in der Politik etwas, da muss man hellhörig sein und vielleicht auch sensibel und sich nicht blenden lassen von dem guten Klang, den Hoffnung hat. Vom guten Klang, den Hoffnung hat, hat sich ein anderer Philosoph, noch dazu tatsächlich ausgebildeter protestantischer Theologe, Sie sehen, wie ernst ich das mit der evangelischen Bildungsgruppe nehme, hatte ein ausgebildeter protestantischer Theologe, nämlich Søren Kierkegaard, überhaupt nicht. Er gilt in der Philosophie als einer der vehementesten und fulminantesten Kritiker der Hoffnung, obwohl er natürlich diese Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung erkannte. Ich muss das ganz kurz skizzieren, weil das wirklich eine wunderschöne Überlegung ist von Kierkegaard, der ja viele Jahre lang mein Lieblingsphilosoph gewesen ist. Auch Kierkegaard hat sich die Frage gestellt, also nach welchen Prinzipien soll man tatsächlich ein gutes Leben führen? Und wie soll man sozusagen, das gute Leben bezieht sich ja, das haben wir schon gesagt, ganz am Anfang, die ganze Hoffnungsthematik bezieht sich ja immer auf die Zukunft. Ja? Wie soll ich die Zukunft im Auge haben? Was soll ich tun, um gleichsam der Zukunft gegenüber gerüstet zu sein oder das Leben so zu gestalten, dass es auch lebenswert in der Zukunft ist? Ja? Und Kierkegaard hat die Auffassung vertreten, es gibt im Grunde nur drei Möglichkeiten, wie wir uns zu unserer Zeitlichkeit, in Zukunft ist eine dieser drei Zeitformen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wie wir uns zu unserer Zeitlichkeit verhalten können. Das eine ist, und das machen wir natürlich im Alltagsleben genauso wie in Religionen oder in der Politik, dass wir eher vergangenheitsorientiert sind. Dass wir uns die Lösungen der Fragen der Zukunft erwarten durch Rückbesinnung auf Vergangenes. Deshalb gibt es zum Beispiel Rituale, wie etwa Weihnachtsrituale oder Osterrituale. Das heißt, das sind nichts anderes als Erinnerungen an Ereignisse, die jetzt in etwa 2000 Jahre zurückliegen und die trotzdem die Kraft in sich haben sollen, die Energie in sich haben sollen, uns auch für die Zukunft etwas mitgeben zu können. Und im persönlichen Bereich ist es natürlich genauso. Auch da ziehen wir oft Kraft aus Erinnerungen in der Politik ohnehin. Immer wenn eine Partei verkündet, sie möchte sich jetzt auf ihre ursprünglichen Werte besinnen oder sie aufgerufen wird von anderen, sich doch auf ihre Werte zu besinnen, auf ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung, auf ihre Wurzeln in der christlich-sozialen Bewegung, dann wissen sie, da wird wieder mal die Erinnerung aufgerufen, um die Zukunft zu bewegen. Die wollen mit ins Museum, die wollen eine Wahl gewinnen, die nächstes Jahr stattfindet, also in der Zukunft. Erinnerung. Das andere, so Kierkegaard, wie man die Zukunft bewältigen kann, wäre natürlich die Hoffnung, die Erwartung. Das Gerichtetsein auf das, was kommen könnte, von dem wir aber nicht weiß, was es sein wird. Das, was wir heute als Zukunftsoffenheit beschreiben. Und das Dritte, was er ins Auge fasst, das ist ganz interessant, denn das trennt er ganz scharf von Erinnerung, wäre die Wiederholung.
Das heißt, Dinge noch einmal zu machen, von denen es sich schon einmal herausgestellt hat, dass es gut mit ihnen funktioniert. Ja? Und zwar in Wiederholung nicht im repetitiven Sinn, nicht mechanische Wiederholung, sondern könnte sagen, Wiederholung der Idee nach. Ja, so wie wir einen Urlaub, den wir für gelungen halten, danach trachten, im nächsten oder übernächsten Jahr zu wiederholen. Vielleicht nicht eins zu eins, aber doch der Idee nach, im Ambiente und so weiter. Und jetzt sagt Kierkegaard zu diesen drei Elementen, Erinnerung, Wiederholung, Hoffnung, Folgendes. Die Hoffnung ist wie ein neues Kleid, steif und stramm und glänzend, man hat es jedoch noch niemals angehabt und weiß darum nicht, wie es einen kleiden wird oder ob es einen sitzt. Das heißt, die Hoffnung ist vage. Man weiß nicht. Ja, schön, dass wir Zukunftserwartungen haben, aber was wirklich kommen wird, wissen wir eigentlich nicht. Die Erinnerung hingegen ist ein abgelegtes Kleid, welches, so schön es ist, einfach nicht mehr passt, da man aus ihm herausgewachsen ist. Die Wiederholung jedoch ist ein unverschleißbares Kleid, welches zart und fest sich anschlägt, weder drückt noch schlottert. Es gehört Mut dazu, solch eine Wiederholung zu wollen. Wer aber, und das ist das Entscheidende, wer aber nichts als hoffen will, der ist feige. Das ist ganz ein neuer Gedanke. Hoffnung als Ausdruck von Feigheit. Warum? Weil Hoffnung natürlich, und das ist schon dieser kritische Gedanke, den ich vorhin kurz angedeutet habe, weil Hoffnung natürlich auch daran hindert, etwas zu tun. Wir hoffen auf etwas. Derjenige, der etwas tut, hofft er nicht, er macht etwas. Ja? Er kann natürlich mit diesem Machen verschiedene Ziele verbinden, aber er sagt nicht, ich hoffe auf etwas. Sondern ich tue etwas und dann schaue ich, ob das passt oder ob das nicht passt. Und die Idee von Kierkegaard war eben, das Dinge zu tun, die man schon in gewisser Weise kennt und die man mit sich selbst weiterentwickelt hat. Nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, aus der ist man herausgewachsen. Aber Dinge, die man kennt und die man mit sich weiterentwickelt hat, das wäre das richtige Handeln, das richtige Tun. Nicht die Hoffnung. Denn die Hoffnung, so eine weitere berühmte Formulierung, berühmt geworden, berüchtigt gewordene Formulierung von ihm, die Hoffnung ist eine lockende Frucht, die nicht satt macht. Die Erinnerung ist ein kümmerlicher Zehrpfennig, der ebenfalls nicht satt macht. Aber die Wiederholung ist wie das tägliche Brot. Das ist mir wieder bei einer biblischen Formulierung. Unser tägliches Brot gibt uns heute nicht die Hoffnung auf Brot und auch nicht die Erinnerung an Brot. Von beiden werden wir nicht satt, wie Sie wissen. Das heißt also Hoffnung als Vertröstung, Hoffnung als eine lockende Frucht, die aber nie erreichbar ist, die nie zu pflücken ist, ist auch etwas, was zu diesem ambivalenten Begriff der Hoffnung gehört. Ja, diese Ambivalenz von Hoffnung taucht natürlich in der Philosophie an verschiedenen Stellen immer wieder auf. Es gibt aber auch ein unbedingtes Bekenntnis zur Hoffnung, gerade in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ich spreche natürlich von Ernst Bloch, der seinem philosophischen Hauptwerk, das unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen ist, aber an dem er Jahrzehnte gearbeitet hat, den sprichwörtlich gewordenen Titel gegeben hat, das Prinzip Hoffnung. Und hier taucht ganz anderer Gedanke, ganz eine andere Nuancierung dieses Begriffs Hoffnung auf. Für Ernst Bloch, ein Philosoph, der eher aus der marxistischen Ecke kam, hat ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs als Jude musste er emigrieren nach Amerika, ist dann zurückgekehrt, hat eine Professur in der DDR bekommen, wurde dort drangsaliert und schikaniert und hat dann die DDR wieder verlassen und ist dann in Tübingen Professor geworden. War seinerzeit eine der Ikonen sozusagen der 68er Bewegung.
Und das Prinzip Hoffnung, hier ist Hoffnung für ihn tatsächlich ein leitendes Prinzip menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns. Und zwar ein Prinzip, das tatsächlich absolut zukunftsorientiert ist. Aber es ist nicht so wie bei Kierkegaard im Sinne jetzt einer Vertröstung auf eine Zukunft, sondern im Sinne des Willens, Zukunft zu gestalten, ohne noch genau wissen zu können, ob das tatsächlich auch möglich ist und wie sich das verwirklichen lässt. Für diese Form von Hoffnung hat Ernst Bloch auch den Begriff der Utopie verwendet, ebenfalls solch ein umstrittener Begriff. Wenn man ihn auf die griechische Wurzel zurückführt, Utopos ist der Nicht-Ort. Ja? Utopien sind nie lokalisierbar, die spielen sich immer auf Inseln ab, die nicht existieren. Utopia von Thomas Morus, klassischer Text dazu. Utopien sind sozusagen Entwürfe, wie eine Zukunft aussehen könnte. Sie sind keine vagen Hoffnungen, die vielleicht aus Verzweiflung geboren sind, keine letzte Hoffnung, sondern sie sind klassische gesellschaftliche, politische Entwürfe zukünftigen Lebens, von denen man hoffen kann, dass, wenn sie stark genug sind, sie auch imstande sind, unser aktuelles Verhalten und unser aktuelles Handeln sozusagen zu motivieren. Die Hoffnung, so wie sie Ernst Bloch verstanden hat, im Sinne jetzt eines utopischen Denken, lotet den Raum der Möglichkeiten aus, die Menschen haben. Und das ist natürlich ganz was Entscheidendes. Denn in allen Reflexionen über Hoffnung kommt immer ein Gedanke vor, und das zeigt sich schon in diesem antiken Mythos von der Büchse der Pandora, den ich Ihnen nacherzählt habe, kommt der Gedanke vor, dass Hoffnung tatsächlich etwas spezifisch Menschliches in dem Sinne ist, dass wir, soweit wir das nachvollziehen können und verstehen können, vielleicht womöglich wirklich die einzigen Wesen sind, die sich von Zukunft etwas erwarten können, die Zukunft ins Auge fassen können, die wissen, dass sie Möglichkeiten haben und nicht festgelegt sind auf die Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt, die über das hinausdenken können, was gerade uns momentan beschäftigt und was uns momentan vielleicht auch einengt. Aber jede Grenze, so könnte man sagen, in diesem Denken von Möglichkeiten ist überschreitbar. Das heißt, es geht hier, so Ernst Bloch bei dieser eher politisch gedachten Hoffnung auch, um den Anschluss, wie er es formuliert, dessen, was jetzt ist, an das Mögliche. Als eine Weise der Zukunftseröffnung, als eine bestimmte Form, etwas zu denken, was wir noch nicht realisiert haben, aber von dem man sich doch wünschen kann, dass es realisiert werden möge. Es gibt bei Ernst Bloch für diese Art von Hoffnung eine wunderschöne Formulierung, die diese ganze Ambivalenz und Mehrdeutigkeit des Hoffnungsbegriffs noch einmal andeutet. Er nennt diese Form von Hoffnung eine Dämmerung nach vorwärts. Eine Dämmerung nach vorwärts. Es ist noch dunkel, was die Zukunft bringen wird. Aber es ist nicht finster. Ja? Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass Ernst Bloch sicher auch ein klassisches humanistisches Gymnasium besucht hat. Es gibt eine andere antike Tradition, wo die Hoffnung als personifizierte Göttin auftaucht. Und zwar ist sie auf der einen Seite die Tochter der Nacht, von Nyx, Tochter der Nacht, und auf der anderen Seite ist sie selbst die Mutter des Gerüchts. Und das finde ich wunderschön. Ja? Die Nacht, aber nicht nur die Nacht selber, sondern schon der Abklang in der Nacht. Und die Dämmerung ist ein Abklang in der Nacht. Die Dämmerung ist die Nacht, die zu Ende geht oder die anbricht. Ja? Bei Ernst Bloch natürlich, in diesem utopischen Denken, ist es die Nacht, die zu Ende geht. Ja? Es ist der helle Morgen, der sich andeutet in dieser Dämmerung nach vorwärts in eine Zukunft. Und gleichzeitig, wenn man diese antike Genealogie zu Rate zieht, ist die Hoffnung verwandt mit dem Gerücht.
Was ist das Gerücht anderes als Geschichten und Erzählungen, die uns so getragen werden, was irgendwo hätte passieren können, was vielleicht passieren wird, was morgen passieren wird? Gibt es schon Gerüchte darüber, wer in der Mitgliederbefragung der SPÖ jetzt vorne liegt? Ja, und diese Gerüchte verweisen natürlich darauf, was könnte dann herauskommen in 2 Wochen oder in 10 Tagen? Und diese Gerüchte wieder verweisen darauf, wer hat dann bessere Chancen? Und diese Gerüchte verweisen wir darauf, wie werden die Wahlen in einem Jahr ausgehen. Das heißt also, das Gerücht ist selber zukunftsorientiert, ist sozusagen, man kann ja auch eine andere Verwandtschaftsbeziehung herstellen, die, was weiß ich, das Bastardkind der Hoffnung oder so. Aber es hat damit zu tun. Und damit ist aber auch etwas gesagt, was Hoffnung ganz wesentlich kennzeichnet, meines Erachtens die Ungewissheit. Deswegen finde ich diesen Begriff der Dämmerung noch vorwärts so schön. Es gibt keine konkreten Hoffnungen. Weshalb auch Ernst Bloch in diesem prinzipiellen utopischen Denken verhaftet war, ein Möglichkeitsraum, den wir uns ausmalen können in verschiedenen Richtungen, aber es gibt sozusagen keine wirklich konkreten Hoffnungen. Denn wären sie tatsächlich konkret, dann würden wir nicht mehr von Hoffnungen sprechen, sondern zum Beispiel von Plänen, die man hat und die man realisieren will. Ja? Also wenn Sie jetzt eine Unternehmensberatung haben, ja, und Sie bieten ein Unternehmen eine Beratung an, den nächsten Businessplan zu erstellen und Sie übertiteln das mit welche Hoffnung haben Sie noch, ja, dann werden Sie nicht engagiert. Ja, so ein Businessplan soll ja angehen, welche Schritte wir durchführen müssen, um diese und jene Ziele zu erreichen. Es liegt auch in der Zukunft, aber wir geben uns die Illusion hin, dass wir hier ganz exakt planen können und prognostizieren können. Prognosen zum Beispiel beziehen sich ja auf die Zukunft, aber auch sie kommen nicht im Gewand der Hoffnung einher. Da würde sich ein Prognostiker, sagen wir vom Wirtschaftsforschungsinstitut, würde sich delegitimieren, wenn man im Ö1 Mittagsjournal interviewt wird und sagt, also wie glauben Sie, wird sich die Inflationsrate entwickeln? Und er sagt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Ja? So, da brauche ich keinen Prognostiker, hoffen tun wir alle, dass es besser wird. Ja? Oder dass die Inflationsrate wieder zurückgehen wird. Sondern vom Prognostiker erwarte ich mir, dass er genau sagen kann, zumindest, dass er sagen kann, wenn das und das getan wird, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das und das eintreten wird. Das Interessante an Hoffnung in Bezug auf Zukunft besteht genau darin, dass es keine Wenn-Dann-Korrelation gibt. Wir sagen, wenn wir von Hoffnung sprechen, nicht, wenn du das tust, dann darfst du das erwarten, sondern Hoffnung ist tatsächlich, ich würde fast sagen, voraussetzungs- und bedingungslos. Und deshalb ist sie auch in jeder Situation möglich. Sie ist vielleicht nicht in jeder Situation sinnvoll, aber sie ist in jeder Situation möglich. Das heißt, in dem Sinne bedeutet hoffen und hoffen können in der Tat in einer Art und Weise der Zukunft gegenüber zu treten, die ich auch nicht rechtfertigen kann, die ich auch nicht rechtfertigen muss. Ja? Und da zeigt sich noch einmal ein anderer Aspekt dieser Formulierung von Immanuel Kant, was dürfen wir hoffen? Ja, ich darf hoffen. Sie können keinen Menschen sozusagen das Hoffen verbieten. Sie können einem Prognostiker widersprechen, wenn er mit falschen Zahlen operiert zum Beispiel. Ja? Aber jemand, der sagt, ich hoffe doch inständig, dass ich das oder das oder das zum Besseren wenden möge, den können Sie in der Hoffnung nicht widersprechen. Sie können nur sagen, ich halte eine Hoffnung für relativ unrealistisch. Wenn er klug ist und in meinem Vortrag war, wird er darauf sagen, ja, gerade deshalb hoffe ich ja. Wäre es realistisch, bräuchte ich nicht zu hoffen, sondern könnte ich das prognostizieren, erwarten oder die richtigen Dinge tun, wenn wir schon wüssten, was wir zu tun hätten. Das heißt, die Hoffnung, und das scheint mir ein ganz entscheidender Gedanke zu sein, hat in sich schon tatsächlich, jetzt durchaus positiv gewendet, eine bestimmte Form des Nichtwissens, des Nicht-Erwarten-Könnens, des Nicht-Prognostizieren-Könnens, bis zu einem gewissen Grad tritt die Hoffnung dann in der Tat
nur dann auf, wenn alle anderen Varianten, Zukunft in den Griff zu bekommen, gescheitert sind. Wenn wir von Prognosen nichts mehr halten können, wenn die Aussichten tatsächlich, soweit man sie rational nachvollziehen kann, negativ sind, wenn die Perspektiven katastrophal sind, dann bleibt nur noch die Hoffnung. Die Hoffnung ist so tatsächlich so etwas, was ja auch ein altes Bild ist, wie ein letzter Rettungsanker, der aber selbst nicht mehr fundiert werden kann, der selbst nicht mehr begründet werden kann, indem sich letztlich nicht mehr etwas argumentieren lässt. Die Hoffnung ist der reine Möglichkeitsraum. Er rechnet, oder die Hoffnung, und das zeigt sich auch schon in diesen theologischen Hoffnungen, können wir auf die Gnade Gottes rechnen, die Hoffnung rechnet tatsächlich, und das macht ihre Berechtigung, aber gleichzeitig auch ihre Ambivalenz, um nicht zu sagen, ihre prekäre Seite aus, sie rechnet mit Unwahrscheinlichkeiten. Sie rechnet, oder sie muss mit Wundern rechnen. Bei allem anderen könnte man ja nüchtern prognostizieren, planen, handeln. Wenn das alles nichts fruchtet, wenn nur noch die Hoffnung bleibt, dann wissen wir auch, dass wir auf etwas setzen müssen, auf das wir gar nicht setzen können. Denn auf ein Wunder zu warten, widerspricht uns eigentlich. Auf das Unwahrscheinlichste zu warten, widerspricht unserem rationalen Zeitgeist. Obwohl es sowohl das Wunder, unter Anführungszeichen, jetzt nicht in einem theologischen Sinn, sondern im Sinne eben der größten Unwahrscheinlichkeit, ja auch tatsächlich gibt. Sie kennen vielleicht aus der Wissenschaftstheorie dieses Bild des schwarzen Schwans. Geht darauf zurück, das ist ein berühmtes Beispiel von Logikern, eben sich darauf bezieht, dass alle Schwäne weiß sind und man sozusagen von dieser Voraussetzung ausgehen kann. Und dann gibt es ganz unwahrscheinliche Fälle, wo es dann in der Natur da einen schwarzen Schwan gibt. Und dieser allgemeingültige Satz, alle Schwäne sind weiß, durch einen einzigen Schwan natürlich widerlegt wird. Man dürfte es nur noch sagen, die meisten Schwäne sind weiß. Und auch für Wirtschaftstheoretiker gilt dieser schwarze Schwan als Symbol dafür, dass es das Unberechenbare tatsächlich gibt, dass es das Unwahrscheinliche gibt, dass es den Zufall gibt, mit dem niemand gerechnet. Darauf könnte man hoffen, aber es gibt sozusagen keinen wirklichen Grund dafür. Aber man kann sozusagen mit dem niemand rechnet oder niemand aus vernünftigen Gründen rechnen kann, man kann vielleicht doch im Sinne des Hoffens auf dieses Unwahrscheinlichste, auf das Zufällige rechnen. Und das ist natürlich jetzt etwas, was auch wiederum hochinteressant ist, das Hoffen in einem modernen Sinn gesprochen, mit Zufälligkeit zu tun hat. Hoffen heißt damit zu arbeiten, auch innerlich und geistig zu arbeiten, dass es irgendetwas geben möge, was eine furchtbare Situation imstande ist zu bereinigen, mit dem niemand rechnen kann. Das macht vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch die Stärke dieses Hoffnungsbegriffs auf. Ich möchte am Ende meines Vortrags, wir hatten eine Stunde angesetzt, aber die Hoffnung lässt sich nicht so leicht in kurzer Zeit erledigen, am Ende oder gegen Ende meines Vortrags möchte ich doch noch auf einen Philosophen zu sprechen kommen, der vielleicht auch deshalb lehrreich ist, weil er selbst ein ganz, ganz ambivalentes Verhältnis zur Hoffnung hatte, nämlich Friedrich Nietzsche. Auf der einen Seite war Nietzsche ähnlich wie Kierkegaard, übrigens nur so nebenbei für Interessierte unter Ihnen, dieser Satz von Kierkegaard, Hoffnung ist nur eine Form von Feigheit. Diesen Gedanken hat übrigens der große Philosoph des 20. Jahrhunderts, Günther Anders, übernommen. Obwohl er mit Ernst Bloch befreundet war,
waren Sie in dem Punkt völlig konträrer Meinung. Also Hoffen, hat Günther Anders auch gesagt, jetzt politisch gedacht, ist ein Ausdruck von Feigheit. Man ist zu feige, etwas zu tun. Ja? Wenn man wirklich weiß, was man besser machen kann, dann soll man es doch endlich erledigen. Aber das nur nebenbei. Ähnlich wie Kierkegaard war auch Nietzsche ein scharfsinniger Kritiker der Hoffnung, nachdem Nietzsche von seiner Ausbildung her ja Altphilologe war, ist es kein Wunder, dass er sich ebenfalls an diesen antiken Pandora-Mythos orientiert hat. Und er schrieb, und er hat die These vertreten, dass die Hoffnung aus der Büchse der Pandora sehr wohl entschlüpft ist. Und dass das Thoreaus Absicht gewesen war. Weil die Hoffnung nämlich das Schlimmste aller Übel ist. Und warum ist die Hoffnung das Schlimmste aller Übel? Zeus wollte nämlich, jetzt zitiere ich Nietzsche, Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste aller Übel, weil sie die Qual des Menschen verlängert. Das heißt, dieses solange ich lebe, hoffe ich, was so pathetisch geklungen hat in dieser antiken lateinischen Cicero-Tradition, dieses solange ich lebe, hoffe ich, dreht Nietzsche völlig um und jetzt bedeutet es dumm genug, dass du hoffst. Und deshalb lebst du. Das stimmt schon, aber du lebst schlecht. Du lebst in einer Qual, du lebst ein miesliches Leben. Aber die Hoffnung hält dich aufrecht. Sie kennen diese Formulierung, die Hoffnung hält uns aufrecht. Ja. Der Grundgedanke dahinter ist natürlich, wenn wir nicht mehr teilen, den hat Nietzsche von seinem mittelbaren Lehrer Schopenhauer übernommen, dass das Leben eigentlich ein elendes Leben ist. Und zwar aus einem Grund, den Schopenhauer sehr nüchtern berechnet hat. Er hat sich ausgerechnet, und das mag für das 19. Jahrhundert wohl gestimmt haben, ob das heute noch stimmt oder in Zukunft vielleicht wieder stimmen wird, ja, das überlasse ich Ihnen. Er hat sich ausgerechnet, dass die Summe im Laufe des Menschenlebens, die Summe aller erlittenen Übel und allen erlittenen Leides immer größer ist als die Summe aller erlebten Glücksmomente. Und da sagt sie, ist doch Unsinn, wenn das so eine Berechnung ist, was ist das für ein Leben, ja? Wo das Negative immer überwiegt. Wir haben ja alles daran gesetzt, und das war auch die Hoffnung des 19. Jahrhunderts, unser Leben so zu gestalten, dass die Summe der Glücksmomente größer ist als die Summe der Leidenserfahrung. Ganz sozusagen aus unserem Denken ist diese Überlegung übrigens nicht verschwunden. Vielleicht zwei kurze Anmerkungen dazu. Es gibt in Ländern, in denen es schon seit längerem die Möglichkeit des sogenannten assistierten Suizids gibt, etwa in der Schweiz, ein Phänomen, mit dem man sich wirklich aus christlich-theologische Perspektive einmal auseinandersetzen müsste, nämlich das Phänomen des sogenannten Bilanzsuizids. Das heißt, das sind Menschen, die müssen noch gar nicht besonders alt sein, sie sind gesund, sie haben ein gutes Einkommen, aber sie ziehen eine Lebensbilanz und sagen, ich habe bis jetzt gut gelebt, ich habe noch keine Krankheiten, ich habe zwei Kinder großgezogen, ich war in New York, in Singapur, in Tokio und in Kapstadt. Meine Kräfte nehmen langsam ab. Wahrscheinlich werde ich irgendeine Alterskrankheit erwischen, sei es Demenz, sei es Alzheimer oder eine andere Gebrechlichkeit. Das Leben hat mir eigentlich nicht mehr zu bieten, als ich schon erlebt habe. Also zahlt es sich gar nicht mehr aus, weiterzuleben. Hier wird die Hoffnung gekappt. Die Bilanz droht der Zukunft ins Negative zu schlagen. Wir schreiben lebenstechnisch sozusagen nur noch rote Zahlen. Und deshalb ist es besser, das Unternehmen zu liquidieren. Das heißt, sich zu suizidieren. Das wird auch in der Philosophie ganz offen diskutiert. Das ist ein pragmatisch-utilitaristischer Gesichtspunkt.
Und der bedeutet eben, zieh Bilanz, so wie Schopenhauer, und wenn du drauf kommst, es kommt nichts Besseres mehr nach in diesem Leben, dann beende es, alles andere wäre unvernünftig. Weiter zu leben und auf etwas zu hoffen, was noch kommen möge, Erfahrungen, die vielleicht damit verbunden sind, dass man ein gewisses Alter erreichen kann, werden hier einfach ausgeklammert. Das ist auch das Ende der Hoffnung. Also diese Form von Bilanzierung ist das Ende der Hoffnung. Und eine andere Variante dieser Schopenhauerischen Berechnung findet sich in modernen Diskussionen zur künstlichen Intelligenz. Sie wissen, das ist etwas, was uns momentan unglaublich beschäftigt. Ein Kollege von mir hat ein ganz witziges Gedankenexperiment angestellt. Sehr viele sagen ja, diese möglichen Gefahren, die von künstlichen Intelligenzen ausgehen, denen muss man dadurch begegnen, dass man sozusagen alle diesen Programmen, alle diesen Robotern, allen diesen Algorithmen sozusagen einen Grundimperativ einprogrammiert, den sie nicht außer Kraft setzen können. Es ist programmtechnisch vielleicht wirklich machbar. Und dieser Grundimperativ lautet, was immer du machst, es muss das Beste für die Menschen sein. Ja? Ist ja logisch. Dann sind wir sozusagen fein draußen. Dann werden wir nur das tun, was gut für uns ist. Und dann imaginiert dieser Philosoph eine intelligente Maschine, die genau so rechnet wie Schopenhauer. Er betrachtet sich das Leben, hat ja unendliche Daten zur Verfügung, das ist ja der Vorteil dieser künstlichen Intelligenz, hat ja alle Daten zur Verfügung. Das heißt, er berechnet sozusagen die Daten von 8 Milliarden Menschen und kommt drauf, also die meisten dieser 8 Milliarden Menschen leben in Armut, haben Krankheiten, sterben früh, sind unglücklich, 80% auch in Wohlstandsländern müssen in die Psychotherapie, können also nicht glücklich sein. Und der rechnet und rechnet und rechnet und kommt klar, ganz klar zu einem Ergebnis, das Beste für die Menschen ist es, wenn ich die Menschheit liquidiere. Denn das lohnt sich einfach nicht so, wie die existieren. Das heißt also, auch hier haben wir diesen Gedanken, den Nietzsche formuliert hat, das Leben ist eine Qual, vernünftig wäre es, damit aufzuhören, sowohl im individuellen als auch im kollektiven Sinn, aber Zeus hat uns die Hoffnung gegeben und deshalb leben wir weiter, deshalb handeln wir weiter, deshalb pflanzen wir uns weiter fort, deshalb sind wir weiter innovativ, deshalb machen wir alles, sozusagen um Leben im menschlichen, heute auch, müsste man sagen, im nicht-menschlichen Sinn weiter zu ermöglichen. Da haben Sie wieder diesen Möglichkeitsraum, der durch die Hoffnung ausgeleuchtet wird. Nietzsche selbst ist ja nicht bei dieser vernichtenden Kritik der Hoffnung stehen geblieben, sondern er hat sie gleichsam, sozusagen, er hat diese Bösartigkeit von Zeus, uns die Hoffnung zu geben, um die Qual zu verlängern, hat er dann doch auch in einem gewissen Sinne, in einem positiven Sinn, ernst genommen. Es gibt eine Anekdote aus Nietzsches Leben, die mich immer sehr berührt hat. Er war ja selbst ein sehr kranker und unsteter Mensch. Er hat es nie irgendwo lang ausgehalten, hat immer Orte gesucht, wo er sich wenigstens ein bisschen wohlgefühlt hat, hat sehr oft in Italien gelebt, unter anderem auch eine Zeit lang in Genua, und hat dort eines Tages sozusagen in der Früh Kirchenglocken gehört. Er war natürlich Atheist und Gott ist tot, ja, aber diese Kirchenglocken haben ihn irgendwie berührt, und zwar in einem ganz eigentümlichen Sinne, weil sie ihn erinnert haben genau an diese Vergänglichkeit, an diese Endlichkeit, an diese Nichtigkeit des Lebens. Und er hat dabei, Altphilologe wie er war, an einen Satz von Platon gedacht, den er irgendwo gelesen hat, dass es sich eigentlich für einen Philosophen gar nicht lohnt, über Sterbliches nachzudenken, denn das ist alles viel zu flüchtig. Wahrheiten sind ewig. Und unser Leben, so endlich wie es ist, so sterblich wie wir sind, ist eigentlich des Nachdenkens nicht würdig. Für dieses Leben gibt es sozusagen keine Hoffnung in diesem philosophischen Sinn. Und Nietzsche notiert sich diesen Gedanken, macht dann einen Gedankenstrich und sagt, ja, also ich konnte nicht anders, als in dieser
vielleicht melancholische Situation ebenfalls so zu denken wie Platon. Es zahlt sich nicht aus, über das menschliche Leben nachzudenken. Es zahlt sich gar nicht aus, in dieser Art und Weise zu leben. Und da kommt ein Gedankenstrich und dann steht nur noch trotzdem. Und dann nichts mehr. Trotzdem. Und ich denke, dass das eine der tiefsinnigsten Überlegungen zu diesem Themenkomplex Hoffnung ist. Hoffnung ist ein Trotzdem. Es ist keine Kontinuität, keine Fortsetzung, keine gute Argumentation, nichts, was er jemanden einsichtig machen kann. Hoffnung ist immer dort, meines Erachtens, wirklich stark und auch für uns dann in dem Sinne eine Hoffnung, wo wir Verhältnissen, Umständen, Erfahrungen, absehbaren Entwicklungen, die wir negativ einschätzen müssen und die uns vielleicht zur Verzweiflung treiben müssten, die uns vielleicht wirklich an uns selbst und unserer Welt irre werden lassen können, wir dem trotzdem ein Trotzdem entgegensetzen. Trotz allen Wissens, trotz aller Einsicht, trotz aller Prognostizierbarkeit des Negativen, trotzdem lohnt es sich zu leben. Lohnt es sich, das Leben fortzusetzen, lohnt es sich, das Leben in seinen Möglichkeiten und Möglichkeitsräumen auszuloten. Aber in diesem Trotzdem steckt natürlich ein gewisser Trotz, das ist ganz klar. Es ist eine Form von Widerstand, es ist eine Form von Auflehnung, es ist eine Form von Uneinsichtigkeit. Und das ist ja auch das Interessante, wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Mensch sich etwas erhofft, das Sie für vollkommen vergeblich halten. Aber Sie können es ihm nicht begreiflich machen. Er hofft trotzdem, trotz aller guten Argumente. Man hofft nicht nur, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber man hofft nicht nur in einer Situation, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das ist ja nicht immer nur eine Überlegung. Das stimmt schon, aber ich wollte genau nur auf diesen Aspekt hinweisen. Aber nur, weil Sie mir darauf aufmerksam gemacht haben, ich glaube schon, dass die Stärke des Hoffens genau in solchen Situationen liegt. Es gibt einen, was Sie jetzt angesprochen und Sie gemeint haben, natürlich kann man im Hinblick auf die Zukunft auch nicht nur hoffen, man kann Erwartungen haben. Man kann Wünsche haben, man kann berechtigte und erfüllbare Wünsche haben, man kann mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, man kann das alles auch Hoffen nennen, überhaupt keine Frage. Nur glaube ich, dass man hier den Begriff der Hoffnung etwas unterbestimmt. Man nimmt dann den Begriff der Hoffnung sozusagen die Schärfe. Das können Sie in alltäglichen Erfahrungen können Sie das verifizieren. Sie schauen sich am Abend am Smartphone den Wetterbericht an, die Wetterprognose an, eine klassische Prognose, die relativ unsicher immer ist, aber immerhin. Und Sie sehen, es ist für morgen wechselnd bewölkt angesagt. Und dann sagen Sie, für morgen ist wechselnd bewölkt angesagt, ich hoffe, dass morgen wechselnd bewölkt sein wird. Ja? Das ist natürlich auch eine Form von Hoffnung. Dann hoffen Sie, dass der Prognostiker recht hat. Aber so, ich glaube, die wirkliche Basis der Hoffnung bestünde genau darin, die Wetterprognose ist strahlend schön und Sie sagen aus welchen Gründen auch immer, ich hoffe auf Regen. Ja? Das ist die Hoffnung, ja? Weil sie unplausibel ist. Und das macht aber die Stärke der Hoffnung auf, dieses Trotzdem. Trotzdem die Wetterprognose so ist, hoffe ich auf ein anderes Wetter. Und ich denke, das möchte ich stark machen, weil da eine Widerstandskraft da drinnen steckt, die uns auch am Leben erhält und die uns lebendig macht. Es gibt einen Satz, mit dem ich schließen möchte, der das noch einmal tatsächlich ganz drastisch auf den Punkt bringt, obwohl es in der Philosophie unendlich viele Interpretationen dieses Satzes gibt. Er stammt, viele von Ihnen werden ihn kennen, er stammt von Walter Benjamin, diesem großen und tragisch während des Zweiten Weltkrieges an Selbstmord zugrunde gegangenen Intellektuellen, der in jungen Jahren eine wunderbare, schwer lesbare, unglaublich vieldeutig zu interpretierende Arbeit über Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften geschrieben hat. Und diese Arbeit endet mit dem mittlerweile zu einem geflügelten Wort gewordenen Satz,
nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben. Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben. Das heißt, Menschen, die ohnehin etwas zu erhoffen haben, weil die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite ist, das Budget auf ihrer Seite ist, die Zeitläufe, die auf ihrer Seite sind, deshalb haben wir nicht die Hoffnung in die Welt bekommen. Die Hoffnung haben wir für diejenigen und um der Menschen willen, die alle Hoffnung in diesem Leben zumindest bis zu einem gewissen Grad fahren lassen mussten. Und das ist das Schöne, dass noch einmal dieser Gedanke des absoluten Widerstandes gegen etwas, was anscheinend unerbittlich ist und dem wir uns trotzdem nicht fügen müssen. Darin besteht für mich die Kraft der Hoffnung. Ich danke Ihnen. Vortrag wie eine Schiffsreise gefunden, durch unterschiedliche Gezeiten und Stimmungen. Sie haben uns, glaube ich, bei dieser Reise mitgenommen, so viele unterschiedliche wichtige Aspekte der Hoffnung aufgezeigt. Vielleicht ist einiges über Bord gegangen, vielleicht ist manches neu auf, sozusagen in unserem Denken, unserem Horizont erschienen. Vielen herzlichen Dank. Die Bilanz, Suizid heißt das, das ist für mich neu. Und ein Stück weit beängstigend, klingt ein bisschen nach Feigheit und Kierkegaard noch einmal ins Spiel zu bringen, aber es gibt viele Momente, die vielleicht dann die Bilanz doch noch auf die andere Seite bringen. Dazu gehört für mich Süßes. Und wenn man sauer heißt, ist Süßes ganz gut. Und ich denke, es ist auch noch durchaus gerechtfertigt zum Geburtstag. Es ist eine kleine Torte, aber man kann sie teilen, man kann sie auch allein verkosten. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend, für die Ausführungen und als kleines Dankeschön für diese vielfache Torte. Und bei Ihnen, das gibt mir die Gelegenheit, jetzt auf noch einen Aspekt und eine Formulierung von Hoffnung zu kommen, die während meines Vortrags über Bord gegangen ist und bemerkt, Sie kennen aber auch diese Formulierung, ich habe es nicht zu hoffen gewagt. Wir haben mit dem Feuer begonnen und mit dem Feuerspielen ist eine Diskussion zu eröffnen. Das mache ich jetzt nicht, sondern es gibt noch die Möglichkeit, Bücher zu erwerben, die auch signieren zu lassen. Und ich denke auch die Gelegenheit, Möglichkeit vielleicht in ein kleines Gespräch noch einzusteigen, vielleicht auch persönlich noch Fragen zu stellen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir haben hinten auch einen Körper aufgestellt. Das ist so eine Mischung zwischen Hoffen, Fürchten, wer kommt, wie viele kommen, schaffen wir es finanziell, schaffen wir es nicht. Wir haben trotzdem jetzt einen Körper hinten aufgestellt, einige haben schon was hineingelegt und das ist ja sozusagen ja auch unser Metier am Ausgang. Wenn die Glocken läuten und der Gottesdienst zu Ende ist, gibt es am Ausgang immer einen Körper,
wo wir eine Kollekte erbitten. Dies in dem Fall für die Arbeit des Evangelischen Bildungswerks. Vielen herzlichen Dank für Ihre Gabe, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend. Alles Gute.